5 Make-up-Fehler bei reifer Haut. Los geht's. Der erste Fehler, den viele machen bei reiferer Haut, ist viel zu viel Make-up und Concealer zu benutzen. Weil man denkt, bei reifer Haut muss ich ja alles Mögliche abdecken, diese ganzen Pigmentflecken und Falten, und dann nimmt man so richtig viel. Ich zeige das jetzt nur mal auf dieser Hälfte, hier zeige ich es nachher, wie es besser aussieht. Und der Fehler ist dann auch oft, dass man es einfach nicht richtig schön einarbeitet. Und wenn du zu viel Produkt nimmst, dann kommen vor allem diese Poren noch mehr zur Geltung. Und bei Make-up auftragen, viele tragen Make-up mit einem Pinsel auf und dann kriegt man solche Schlieren im Gesicht. Das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Ich zeig dir mal, wie wenig Make-up du eigentlich brauchst. Das ist wirklich nur so viel. Und jetzt nimmst du kein Schwämmchen oder ein Pinsel, sondern nimm deinen Finger und verteile es richtig schön im ganzen Gesicht. Und du siehst, mit so wenig Produkt kann ich hier schon die ganze Gesichtshälfte schön abdecken, schön gleichmäßig. Wichtig ist auch hier um die Nase herum, da ist man oft so gerötet, und eben die Poren, die hier sind, die großen, die einfach so mit dem Finger schön so einarbeiten, das Produkt. Und dann sieht das Ganze nachher nicht so fleckig und so cakey aus. Das gleiche gilt für den Concealer. Die meisten denken, ich habe so fürchterliche Augenringe, ich brauche ganz viel Concealer, und machen sich den so richtig dolle hier unten drauf. Und das ist einfach viel zu viel. Ich zeig's dir mal. Ich versuche den jetzt gut einzuarbeiten. Aber das ist schon viel zu viel Produkt. Man weiß gar nicht, wohin mit dem Ganzen. Und wie du hier schon siehst, so geht es ja noch einigermaßen, aber sobald ich ein bisschen lächle, kommen meine Falten extrem zum Vorschein. Und das eigentlich nur, weil ich viel zu viel Make-up und Concealer aufgetragen habe. Deswegen rate ich dir, wenn du einen Concealer benutzen möchtest, dann reichen eigentlich nur so 3 Pünktchen. Und dann kannst du auch hier wieder mit dem Finger das Produkt wunderbar schön in die Haut einarbeiten. Das verschmilzt so richtig schön mit der Haut. Und die Stelle wird einfach optisch etwas aufgehellt. Aber es sieht immer noch ganz natürlich aus. Der zweite Make-up-Fehler ist, dass du einen schwarzen Kajalstift komplett auf der Wasserlinie aufträgst. Ich zeige dir das mal. Denn wenn du das Auge hier beim Schminken zu weit runterziehst und den Kajal direkt auf der Wasserlinie aufträgst, und das auch noch mit einer schwarzen Farbe, dann wirkt das Auge einfach viel zu klein, es sieht unnatürlich und einfach nur angemalt aus. Die meisten machen auch den Fehler, den schwarzen Strich hier wirklich bis hier vorzuziehen. Macht das auf keinen Fall. Und dann machen viele auch noch den Fehler, den schwarzen Eyeliner auch noch oben ganz dick aufzutragen. Aber dadurch wirkt das Auge halt noch kleiner. Die schwarze Farbe drückt sehr und das sieht einfach nicht sehr vorteilhaft aus. Schwarz ist grundsätzlich eine Farbe, die sehr hart und sehr unnatürlich wirkt. Du kannst statt Schwarz auch gerne mal die Farben Dunkelbraun oder auch Aubergine ausprobieren. Aubergine ist auch dunkel und neutral, fast wie Schwarz, aber eben nicht ganz so hart. Ich schminke die schöne Seite jetzt aber trotzdem mit Schwarz, damit du den direkten Vergleich hast. Und zwar ziehe ich jetzt das Auge nicht so weit herunter, sondern trage diese schwarze Farbe auf dem Ansatz der Härchen auf. Einfach strichweise im Prinzip auf die Härchen tupfen. Das heißt, du musst jetzt hier nicht das Auge runterziehen und ganz dick und fest hin und her wischen, so wie ich es auf der anderen Seite gemacht habe, sondern einfach so strichweise den Wimpernkranz betonen. Hier sieht man schon einen krassen Unterschied zu der Seite und zu der anderen Seite. Wenn das dir jetzt etwas zu viel geworden ist oder doch auf die Wasserlinie, dann nimmst du einfach einen Q-Tip und gehst einfach mal hier so auf der Wasserlinie entlang und korrigierst es noch etwas unten und oben.
Und hier siehst du auch ganz deutlich, ich habe mit der schwarzen Farbe hier schon aufgehört. Ich bin damit nicht nach vorne an den Augenwinkel gegangen, damit das Auge schön offen, geöffnet und groß bleibt und nicht klein geschminkt wird. Und das Gleiche machen wir jetzt oben als Eyeliner. Da fange ich auch nicht vorne am Augenwinkel an, sondern ungefähr hier. Und mache auch hier wieder nur ganz leichte Striche am Wimpernkranz entlang. Und hier habe ich dir auch noch einen wichtigen Tipp, hier hinten am Augenwinkel. Höre nicht hier auf und trage die Farbe nach unten hinauf. Das wäre die natürliche Bewegung bei reiferer Haut. Sondern trage den Wing Richtung Augenbraue nach oben hinauf. Das liftet das Auge nochmal optisch nach oben. Und hier noch ein extra Tipp. Wenn du kleine, faltige, schlupfrige Augen schon hast, musst du auf jeden Fall eine helle, glänzende Farbe nehmen. Und die trägst du einfach jetzt hier vorne am Augenwinkel auf. Das öffnet dein Auge nochmal schön. Und dann nimmst du diese Farbe. Und damit kannst du auch nichts falsch machen. Das ist ein ganz heller Farbton. Und ziehst diesen Champagnerton direkt über den schwarzen Farbton drüber. Das Tolle an diesem Champagnerton ist, wenn du diese Linie hier oben, die schwarze, die du zuvor aufgetragen hast, ein bisschen verwackelt ist, macht das gar nichts, weil du mit dem Champagner diese Linie einfach etwas ausgleichen kannst. Und diese beiden Farben, Champagner und Schwarz, sollen jetzt auch extra so ein bisschen ineinander verlaufen. Dann entsteht ein schöner Farbverlauf von hell nach dunkel. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall noch ganz schnell die Wimpern tuschen. Also es ist schon krass, was dieser Concealer hier ausmacht. Schau mal die Falten an, wie die zum Vorschein kommen, nur weil ich viel zu viel Concealer benutzt habe vorhin. Krass. Make-up-Fehler Nummer 3 sind die Augenbrauen falsch zu betonen. Wenn du nämlich zu viel Farbe nimmst und es ist zu dunkel, ich zeig's gleich mal, dann bewirkst du, dass deine ganze Augenpartie optisch nach unten gezogen wird. Und viele machen auch den Fehler, dass sie hier vorne zu weit nach vorne gehen mit der Farbe. Ich mache es jetzt mal ein bisschen übertrieben, damit du siehst, von was ich spreche. So, und viele machen den Fehler, dass sie nur das Produkt auftragen und es nicht verwischen, nicht mit dem Finger oder einem Bürstchen. Und es sieht halt sofort komplett angemalt und falsch aus. Ich nehme jetzt bei der anderen Seite genau die gleiche Farbe, aber ich drücke nicht so fest drauf. Ich mache nur ganz leichte Strichlein dort, wo die Härchen sind. Und natürlich, wo meine Lücken sind, tupfe ich die Farbe ganz leicht auf und gehe sofort mit dem Finger oder mit einem Bürstchen, ist ganz egal, was du halt gerade zu Hause hast, direkt nach. So legt sich die Farbe nämlich schön dezent auf die Haut und auf die Härchen und so sieht es ganz natürlich aus. Und hier als Tipp, ich versuche oben meine Augenbrauen ein bisschen breiter zu malen und nicht unten. So wird die ganze Augenpartie eher nach oben geliftet. Viele machen beim Lidschattenauftragen den Fehler, dass sie beim Schminken das Auge sehr weit hochziehen und dann den Lidschatten hier auftragen. Und das ist grundsätzlich gut, aber wenn du schon Schlupflider hast, dann sieht man diesen Part überhaupt nicht mehr. Das heißt, du musst eigentlich viel weiter hochgehen. Und da passiert aber auch oft der Fehler, dass du es zu weit nach unten aufträgst, die dunkle Farbe. Und dadurch wird alles nach unten gedrückt.
Und beim Eyeshadow-Auftragen machen viele den Fehler, den Eyeshadow nicht gut zu verblenden. Das sieht dann auch sehr fleckig aus und angemalt. Und ich zeige dir jetzt auf der anderen Seite, wie schön er aussieht. Ich nehme die gleiche Farbe und trage sie auch wieder hier in diese Lidfalte ein. Aber wie gesagt, man sieht davon nicht viel bei Schlupflidern. Deswegen musst du ein bisschen höher gehen an diesen Knochen hier oben und trägst hier die Farbe auf. Und jetzt bleibst du aber in dieser Linie. Du ziehst die Farbe nicht weiter runter, sondern bleibst hier oben. Und wichtig ist, den Lidschatten jetzt einfach ein bisschen zu verblenden mit einem Blenderpinsel, damit es wirklich aussieht nachher wie so ein Hauch von Schatten und ganz natürlich aussieht. Also nimm einfach den Pinsel, halt ihn locker in der Hand und mach einfach so kreisende Bewegungen hin und her. Nur wie gesagt eben nicht hier unten raus, dass es eben nicht nach unten gezogen wird. Der fünfte Make-up-Fehler ist, das Rouge an der falschen Stelle im Gesicht aufzutragen. Viele machen nämlich so beim Schminken, dass sie beim Rouge auftragen stark lächeln und ihr Rouge dann direkt hier auftragen. Und wenn du dann aufhörst zu lächeln, flutscht das alles praktisch runter. Jetzt kann man das natürlich noch ein bisschen verblenden. Aber wie du siehst, es ist einfach eine komplett falsche Stelle im Gesicht, die betont wird. Und ich zeige dir jetzt, wie es besser ist. Es kommt natürlich beim Rouge drauf an, was für eine Gesichtsform du hast. Aber was eigentlich grundsätzlich bei allen geht, ist, du nimmst erstmal relativ wenig Rouge, nicht zu viel gleich, und trägst es hier, direkt hier oben auf dem Wangenknochen auf. Dabei aber beim Auftragen nicht lächeln, da kommen auch die Falten hin, dann hast du solche Rillen im Rouge, sondern ganz normal geradeaus in den Spiegel gucken und ganz leicht erstmal auftupfen. Und hier auch wieder relativ nach oben das Produkt, das Rouge auftragen. Und jetzt kannst du nach und nach, je nachdem wie du dich fühlst, wie du drauf bist, nimmst du ein bisschen mehr. Du kannst das etwas aufeinander aufbauen. Und hinterher, ganz ohne, dass noch das Produkt auf dem Pinsel ist, einfach die Farbe noch so ein bisschen immer nach oben hin ausblenden. Und hier kommt noch ein kleiner Tipp, wenn du sagst, nee, Rouge getraue ich mich so gar nicht ran, aber vielleicht hast du ja ein schönes Puder zu Hause, dann kannst du auch einfach nur dein Puder nehmen und diese Farbe eignet sich auch wunderbar einfach als Rouge. Dann ist es nicht ganz so rosa, aber du siehst etwas gesünder und gebräunter und so, somit sofort jugendlicher aus. Also das ist halt schon echt ein Unterschied mit so ein bisschen Rouge im Gesicht. Und wenn ich den Pinsel jetzt eh gerade schon in der Hand habe, dann kannst du den Rest von dem Puder oder Rouge einfach noch hier im Gesicht auftupfen und dein ganzes Gesicht etwas mattieren und fixieren. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du diese Fehler schon kanntest und welchen du davon auch schon gemacht hast. Und klicke unbedingt auf den Abonnier-Button, dann bekommst du noch mehr wertvolle Schminktipps. Und schau dir unbedingt auch noch dieses Video hier an. Bis bald, deine Sabine.